Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video mit ein kleiner Tipp für Windows 10 Benutzer. Und zwar will ich euch zeigen, wie wir diese Schnellzugriff Option hier in unserem Windows Explorer ja komplett deaktivieren können, verschwinden lassen. Es gibt da einige Leute, die das störend bis nervend finden und möchten das hier nicht haben. Das kann man sehr schnell und einfach deaktivieren. Ja, dieser Schnellzugriff hier, das ist, das wird uns hier angezeigt, die häufig verwendete Ordner hier, einfach und die zuletzt verwendete Dateien. Das hier kann man natürlich ein bisschen anpassen, indem man hier mit der rechten Maustaste und Optionen darauf klickt. Unter dem Reiter Allgemein hier haben wir unter Datenschutz einmal ja, die zuletzt verwendete Dateien in Schnellzugriff anzeigen. Häkchen können wir hier rausnehmen. Und auch die häufig verwendete Ordner im Schnellzugriff. Das wäre das hier. Einfach Häkchen rausnehmen und übernehmen. Mit OK bestätigen. Und schon sind hier die zuletzt verwendeten Dateien weg. Des Weiteren haben wir hier nochmal die Möglichkeit, vielleicht Datei Explorer öffnen für diese PC auswählen, ja, übernehmen und schon, das heißt jetzt im Prinzip nichts anderes als, wenn wir jetzt unseren Windows Explorer öffnen, das wird uns hier dieser PC angezeigt, ja, unser Arbeitsplatz quasi und nicht mehr dieses Schnellzugriff. Genau, wenn das jetzt hier, ich mach mal wieder zurück, wie das war einfach und ja, schließe das nochmal hier. Genau, wenn das jetzt nicht hier ausreicht und dieses Schnellzugriff hier komplett deaktivieren möchte, das geht auch sehr einfach. Dann müssen wir mit einer kleinen Änderung in unserer Registry hier, ja, also wir starten unsere Windows Registry Editor hier als Administrator am besten. Und nun haben wir jetzt hier unter Hotkey Local Machine Software Microsoft, denke ich, irgendwo genau Microsoft Windows, Microsoft Windows Current Version hier nochmal aufklappen und hier irgendwo haben wir unser Explorer. Current Version und wo ist jetzt unser Explorer Event Explorer, da ist ja genau, muss man halt ein bisschen suchen und wenn wir hier Explorer markieren, hier auf der rechten Seite gehen mit der rechten Maustaste und hier einfach neu die Word 32-Bit und das nennen wir jetzt einfach Hub Mode und Enter und den Wert hier ändern wir einfach auf 1 mit OK bestätigen und genau das war es auch schon. Hier ist auch nicht mal ein Neustart erforderlich normalerweise, genau, einfach den Explorer, den Internet hier Windows Explorer neu starten und schon ist der Schnellzugriff hier weg, ja, wenn wir das wieder haben wollen, weil wir uns überlegt haben, wir können entweder diesen Schlüssel hier ja, löschen oder einfach den Wert hier auf 0 setzen und schon haben wir unseren Schnellzugriff wieder. Ja, also ich lasse das jetzt mal deaktiviert hier, zack. Und ja, genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen über ein Abo und ein Like. Freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.